Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Spider-Man Far From Home von John Watts. Beginnen wir mit einem Detail. Peter Parker und seine Mitschüler sind auf Klassenfahrt quer durch Europa und sie machen auch Station in Prag. Und dort will der Lehrer, dass sie alle gemeinsam in die Oper gehen. Die Schüler sind sehr unglücklich darüber, sie murren. Diese Kulturlosigkeit teilen sie mit dem Regisseur, denn der zeigt dann bei der Aufführung die Prager Oper fast komplett leer. 5, 6, 7 Leute sitzen da und sonst niemand. Das ist natürlich idiotisch, auch wenn das für Hollywood-Köpfe mitunter schwer verständlich ist, ist es doch so, dass tausende Menschen jährlich nach Prag reisen, um dort in die Oper zu gehen. Der Film interessiert sich dann auch nicht dafür, was dort gegeben wird in der Oper. Ein paar Töne erklingen und schon sind wir wieder draußen. Unerheblich ist diese Szene dennoch nicht, weil sie uns an etwas erinnert. Zweifellos ist die Oper eine Kunst, die aus der Zeit gefallen ist. Und damit meine ich nicht die zeitlose Musik, sondern die Oper als Illusionstheater. Wir erleben in der Oper in der Regel noch, dass sich ein Vorhang öffnet. Das heißt, die unsichtbare Wand geht auf, aber sie ist nach wie vor da. Wir können aber, wenn wir dort sitzen, zwischen Schein auf der Bühne und Wirklichkeit wir da draußen unterscheiden. Damit sind wir beim Hauptthema des Films angelangt und dieses Hauptthema verhandelt der Film gar nicht so dumm. Was ist Realität und was ist bloße Simulation? Was sind Fake News? Diese Fragen werden derzeit häufig gestellt, aber zumeist unphilosophisch beantwortet. Das Kino ist per se der bessere Ort vielleicht für die Beantwortung einer solchen Frage. Wie in der Oper gibt es auch im Kino die vierte Wand, die Leinwand. Und diese soll vor allem durch die 3D-Technik jetzt, auf die auch der Film zurückgreift, durchbrochen werden. Das Ziel ist Immersion. Doch verglichen mit dem, was die Hologrammtechnik bereits möglich macht und möglich machen wird, ist das Kino ja jetzt schon ein rückständiger Ort. Zugleich aber können wir durch unser Sehen auch eines 2D-Films ganz in der Fiktion aufgehen. Das heißt, sie realer spüren als die Wirklichkeit. Wir können eine Liebesgeschichte sogar näher an uns heranlassen, als wir das mitunter in der Wirklichkeit tun. Und andersherum können wir ein Erlebnis in der Realität wie in einem Film aus Distanz betrachten. Wenn irgendwelche Katastrophen geschehen, traumatische Ereignisse, dann sagen Menschen oft, es war wie im Film. Das heißt, sie haben eine vierte Wand eingebaut, um irgendwie dieses Ereignis zu ertragen, um es nicht ganz so dicht an sich herankommen zu lassen. Wir müssen uns diese Dialektik bewusst machen, um Spider-Man zu verstehen. Peter Parker reagiert zunächst einmal nicht auf Anrufe von Nick Fury, dem Superheldenchef. Stattdessen begibt er sich fröhlich auf Klassenfahrt durch Europa. Spider-Man Far From Home ist eine Mischung aus romantischer Komödie, Abenteuerfilm und Superheldenspektakel. Doch schon auf der ersten Station in Venedig taucht ein riesiges Seeungeheuer auf und bedroht die Stadt. Peter Parker muss sich nun von der Gruppe seiner Mitschüler absetzen und muss unerkannt und heldenhaft gegen dieses Ungeheuer kämpfen. Peter Parker soll ja das Erbe von Tony Stark antreten, jenem antidemokratischen Unternehmer, der alles privatisiert hat. Sogar den Weltfrieden kokettierte er einmal. Kritisiert wird diese Position auch diesmal im Film nicht. Aber wir müssen uns nun die gesamte Handlung vergegenwärtigen, um einzuordnen, wie eigentlich dieses Thema Realität, Fiktion verhandelt wird. Es gibt noch einen weiteren Anwärter, nämlich auf die Nachfolge, das ist Mysterio. Dahinter steckt Quentin Beck, dem es gelingt, Spider-Man zu schmeicheln, sodass Spider-Man die von Iron Man geerbte Datenbrille aushändigt, eine Brille, die enorm mächtig sein kann, die man als Waffe verwenden kann. Quentin Beck versammelt ein Team aus Programmierern, Kostümbildnern und Setdesignern hinter sich. Sein Mysterio verfügt nicht über Superheldenkräfte, er vertraut auf das Prinzip der Täuschung, um so Weltherrschaft zu erlangen. Mit Hilfe von drohnenartigen Projektoren, hunderte fliegende Beamer, man kann sagen, ganz viele Kinos auf einmal, projiziert er dieses Ungeheuer von Venedig und auch weitere Ungeheuer. Es sind Hologramme, die nicht als solche erkennbar sind. Man hält sie für Realität, zumindest die normalen Bürger. Er versetzt so die Bürger, die nicht hinter die Illusion blicken können, in Angst und Schrecken.
Er selbst inszeniert sich dann als der strahlende Held. Die Botschaft dahinter scheint klar zu sein. Mysterio ist wie Trump, der künstliche Angstszenarien inszeniert, um die Bürger zu täuschen und dann als Held der Stunde auftritt. Und das ist eine Lesart des Films. Mysterio ist also der Meister des Fakens. Wer aber ist dann Peter Parker bzw. Spider-Man? Er besitzt ja die Fähigkeit, die Illusionen zu entlarven. Nur er kann das. Er kann gegen die Fake-Ungeheuer ankämpfen und dafür sorgen, dass die Hologramme verschwinden und nur graue Projektoren übrig bleiben. Peter Parker ist ein bisschen so wie Neo aus Matrix. Und man könnte sagen, dieser Spider-Man ist ein bisschen Marvels Matrix. Also wir sehen immer, dass künstliche Welten entstehen, reine Projektionen. Und jetzt haben wir jemanden, der dahinter blicken kann und der das Ganze entlarven kann. Doch wir müssen ja auch wie bei Matrix sagen, wie ist das dann, wenn man da so eine Erlöserfigur hat, die quasi die rote Pille geschluckt hat, die nun die Wahrheit verkünden kann? Dann wäre auch eine andere Interpretation des Films schnell möglich. Ein Trump-Wähler könnte jetzt aus seiner Perspektive sagen, Mysterio ist ein Repräsentant der Demokraten, während Spider-Man wie Trump für das wahre, echte Amerika eintritt. Diese Doppeldeutigkeit ist raffiniert und sie wird sich an den Kinokassen auszahlen. Also beide Lager strömen ins Kino und beide Lager werden sich identifizieren können. Zudem ist es ja ohnehin ein rhetorisches Mittel jetzt geworden, ein sehr geläufiges, immer Fake News zu sagen, wenn einem irgendetwas nicht in den Kram passt. Wir sollten uns dem Thema anders nähern. Bevor das nächste Monster auftaucht, hat Peter Parker in Venedig Zeit, um sich um MJ zu kümmern, die mit ihm flirtet. Bei einem Flirt geht es auch zunächst einmal darum, wie wirke ich und nicht, wer bin ich. Zudem hat Parker ja nicht nur diese eine Identität, sondern auch die Spider-Man-Identität. Also, was ist eigentlich da real? Ist er wirklich real, wenn er Peter Parker ist, oder ist er viel realer und bei sich, wenn er Spider-Man ist? Von Europa sehen wir derweil nur Klischees. Den Markusplatz in Venedig, die Karlsbrücke in Prag, Tulpenfelder in den Niederlanden. Das ist wohl unbeabsichtigt und doch muss man sagen, ist Europa hier noch nicht einmal mehr Museum, sondern nur noch Kulisse, wie bei einer schlechten Opernproduktion. Und das soll die Realität sein, fragt man sich. Aber das fragt man sich ja auch, wenn man sich Instagram-Profile von Reiseinfluencern ansieht, die da immer an traumhaften Orten, an touristischen Orten sich aufhalten. Man fragt sich, inwieweit die touristischen Orte sich schon so dahingehend verwandelt haben, dass sie Instagram-tauglich sind. Also hier ist die Unterscheidung Realität und Fiktion schon sehr brüchig. Und wir müssen natürlich sagen, wir haben es hier mit einem Film zu tun. Der Film ist künstlich, zudem wird sehr viel CGI-Technik verwendet. Was ist also mit unserer Wirklichkeit, müssen wir aber auch fragen. Der Medienphilosoph Willem Flusser schrieb 1991 in dem Aufsatz Digitaler Schein Folgendes. Warum misstrauen wir eigentlich diesen synthetischen Bildern, Tönen und Hologrammen? Warum beschimpfen wir sie mit dem Wort Schein? Warum sind sie für uns nicht real? Die vorschnelle Antwort lautet, weil diese alternativen Welten eben nichts anderes sind als komputierte Punktelemente, weil sie im Nichts schwebende Nebelgebilde sind. Die Antwort ist vorschnell, da sie Realität an der Dichte der Streuung misst und wir uns darauf verlassen können, dass die Technik künftig in der Lage sein wird, die Punktelemente ebenso dicht zu streuen, wie dies bei den Dingen der uns gegebenen Welt der Fall ist. Der Tisch, auf dem ich dies schreibe, ist nichts anderes als ein Punkteschwarm. Wenn einmal im Hologramm dieses Tisches die Elemente genauso dicht gestreut sein werden, dann werden unsere Sinne zwischen beiden nicht mehr zu unterscheiden vermögen. Das Problem stellt sich also so, entweder sind die alternativen Welten ebenso real wie die gegebene, oder die gegebene ist ebenso gespenstisch wie die Alternativen. Das ist etwas, was wir erst einmal schwer akzeptieren wollen und er pointiert das natürlich sehr, Willem Flusser. Die künstlichen Welten, die ein Mysterio erzeugt, sind erschaffene Fakten im Sinne von Flusser. Dahinter sehen wir programmierte Projektoren. Flusser bezweifelt auch, dass wir in einem visuellen Zeitalter leben. Er verweist darauf, dass hinter jedem Bild hier auch ein Text liegt, nämlich einer aus Zahlen, ein Code, wenn man so will. Er
zeigt diesen Aufstieg der Mathematik zurück, er verfolgt ihn zurück bis in die Renaissance. Und er sagt, wir haben eigentlich seit der Renaissance, und das hat sich nur dann immer schneller vervollständigt und ist immer mehr gewachsen, eigentlich eine Welt, die sich teilt in Programmierer und Programmierte, wobei die Programmierten eben meistens nicht wissen, dass sie programmiert werden. Ist also alles nur Schein? Wilhelm Flusser schreibt, übrig bleibt, dass alles digital ist, dass also alles als eine mehr oder weniger dichte Streuung von Punkteelementen, von Bits angesehen werden muss. Dadurch wird es möglich, den Begriff real in dem Sinne zu relativieren, dass etwas desto realer ist, je dichter die Streuung ist und desto potenzieller, je schütterer sie ist. Was wir real nennen und auch so wahrnehmen und erleben, sind jene Stellen, jene Krümmungen und Ausbuchtungen, in denen die Partikel dicht gestreut sind und sich die Potentialitäten realisieren. Im Prinzip müssen wir das auch auf unsere eigene Subjekthaftigkeit anwenden. Flusser geht so weit zu sagen, dass auch wir quasi uns als Projektion begreifen müssen. Das heißt, in diesem Sinne sind wir wie die Skrulls, also auch ständig wandelbar. 2015 sagte Eric Schmidt, der damalige CEO von Google, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Folgendes. Das Internet wird verschwinden. Es wird so viele IP-Adressen geben, so viele Geräte, Sensoren, Dinge, die sie am Körper tragen, Dinge, mit denen sie interagieren können. Sie werden das noch nicht einmal mehr spüren. Sie haben es immer um sich. Stellen Sie sich vor, Sie treten in einen Raum und der Raum ist dynamisch. Die von Mysterio durch Beamer-Drohnen produzierten Ungeheuer sind Teil dieser Digitalisierung der Wirklichkeit. Mysterio arbeitet in seinem Team noch wie eine Hackergruppe. Er ist im Prinzip nicht die eigentliche Gefahr. Viel gefährlicher ist Spider-Man. Nur aufgrund seiner Kräfte ist er in der Lage, das Wahre vom Falschen zu trennen. Etabliert wird hier ein merkwürdiger Führerkult, der religiös anmutet. Er ist sozusagen der Auserwählte, der das Gute vom Schlechten trennt, das Wahre vom Falschen. Und wie Tony Stark will er eigentlich der Herr über die Algorithmen werden. Die Menschen müssen an etwas glauben, heißt es in dem Film, aber das ist eine per se undemokratische Haltung, das heißt nämlich immer, dass die Menschen nicht alles wissen sollen. Wenn überhaupt, sollten wir uns Mysterio ein bisschen zum Vorbild nehmen. Wilhelm Flusser zeigt nämlich deutlich auf, dass die neuen digitalen Bilder emanzipatorische Wirkung haben können, schon weil man wie Mysterio sie mitprogrammieren kann, man also mitbestimmen kann. Flusser schreibt an einer Stelle dann sehr deutlich, wir sind nicht mehr Subjekte einer gegebenen objektiven Welt, sondern Projekte von alternativen Welten. Aus der unterwürfigen subjektiven Stellung haben wir uns ins Projizieren aufgerichtet. Wir werden erwachsen. Wir wissen, dass wir träumen. Die entscheidende Frage lautet deshalb, wie soll denn der Traum aussehen? Das führt uns zurück zur Fake News-Debatte. Es geht ja eigentlich gar nicht so sehr um die Frage, sind die Daten, die da genannt werden, die Statistiken, die Fakten wirklich alle richtig? Sollen wir die alle nochmal einem Faktencheck unterziehen? Viel wichtiger ist die Frage, wie interpretieren wir Fakten und wie gestalten wir daraus einen Traum? Die Ungeheuer im Film, nun, sind sie digital oder nicht? Das ist eigentlich unerheblich. Die wichtigere Frage ist, brauchen wir wirklich Helden, die uns immer retten? Brauchen wir einen Mysterio? Brauchen wir einen Spider-Man? Beide sind ja nur das gleiche Problem in zwei verschiedenen Gewändern. Wir sollten uns von beiden nicht vorschreiben lassen, wie man etwas zu sehen hat. Wir selbst können Bilder programmieren und, viel wichtiger, wir selbst sind in der Lage zu sehen, damit wir nicht nur schauen.